Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video und ja, endlich ist es soweit. Die erste Upgrade-Folge, die erste von ganz, ganz vielen meiner Serie Haaland Rising Stars. Alter, ich bin unnormal gespannt. Wir haben vor kurzem eine Livestream gemacht, haben unser Bronze-Team zusammengebaut, das werden wir uns gleich anschauen. Aber nochmal ganz kurz zu den Regeln, die ich mit durch euer Feedback in den Kommentaren und auch im Livestream jetzt mal festgelegt habe. Ich will das Intro nämlich nicht zu lange halten, Freunde. Also, jede dritte Folge wird das zweite Spiel immer ein Mystery Ball Spiel sein. Und mal vielleicht das ein oder andere Tor mehr schießen, weil ich weiß nicht, wie jetzt die Spiele ausgehen werden. Ich spiele ein Bronze-Team, keine Ahnung. Und jede fünfte Folge ist eine Special-Folge, das machen wir mittels Draft. Und zwei Spieler, die wir in diesen Draft-Belohnungen ziehen, kommen dann in unser Team. Also Goldspieler, vielleicht nicht unbedingt in unser Team, vielleicht auf die Auswechselbank. Und diese Spieler dürft ihr dann entscheiden, welche zwei Spieler es werden sollen. Und jetzt nochmal kurz zur Paarauswahl. Entweder stelle ich euch jeweils einen Spieler vor, also Spieler 1 und Spieler 2. Ihr dürft dann aussuchen. Oder ich stelle euch zwei Pärchen vor, also Paar 1 oder Paar 2. Je nachdem, welche Position ich ein Upgrade geben möchte. Entweder liked ihr meinen Kommentar hoch mit Paar 1 oder eben Paar 2. Oder ihr schreibt es in die Kommentare. Und dann gibt es noch was ganz Spezielles, nämlich ihr könnt mir auch noch Spieler vorschlagen. Nehmen wir jetzt mal an, ich habe jetzt 10 Upgrade-Punkte. Könnt ihr aus diesen 10 Upgrade-Punkten entweder einen Spieler oder ein Paar auswählen und mir das in die Kommentare schreiben. Ihr könnt euch auch selbst hochliken, wenn ihr meint, oha, der hat recht, diese Spieler sind sicher besser als die Pato gewählt hat. Dann macht das sehr, sehr gerne. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da rauskommen wird. Punkteschlüssel haben wir so entschieden. Pro Tor von Haaland 2 Punkte. Eine Vorlage von Haaland ist 1 Punkt. Und ansonsten jedes Tor meiner anderen Spieler 1 Punkt. Rage Quit erste Halbzeit sind 3 Punkte. Rage Quit zweite Halbzeit sind 2 Punkte. Das hört sich jetzt alles sehr, sehr viel an. Aber ich zeige euch jetzt mein Team. So sieht das Team aus, Alter. 59 Rating, 61 Rating. Da ist wirklich alles am Start. Hier ist auch noch unser Superstar Erling Braut Haaland. Und da haben wir auch entschieden, sollte er ein Upgrade bekommen, sollte er ein Inform bekommen, irgendwelche Special Karten, automatisch in der nächsten Folge wird seine Karte ein Upgrade bekommen. Er bekommt immer die beste Karte in der Serie. Dass ihr da Bescheid wisst, guckt mal an, Leute, was ich da für Spiele mit euch ausgewählt habe. 1,98, 200 Coins, das sind echt nichts Besonderes. Wir haben eigentlich nur auf die Pace geachtet und er wird wahrscheinlich einer meiner Schlüsselspieler sein. Ich habe zwei Spiele gespielt, einmal im Livestream und einmal in einer Food Champions Pause. Als ich Weekend League gespielt hatte, wollte ich irgendwie noch ein zweites Spiel machen. Der ist meiner Meinung nach neben Haaland mit der beste Spieler. Jones 5500 Coins, krass. Kamara auch krass, der ist glaube ich die einzige Non-Rare-Karte. Der ist der Bronze-Kanté quasi, kann man sagen. Kröpfel von Hartberg, 4 Sterne, 4 Sterne, da habe ich echt drauf geachtet, auf die Weak Food. List ist krass, 3 Sterne, 3 Sterne, aber abnormale Pace. Haaland, krass Leute, krass. Und ja, mit dieser Truppe, mit diesen Rising Stars geht es jetzt rein in die ersten zwei Spiele. Ich bin unnormal gespannt. Ich würde mich auch unnormal freuen. Supportet die Serie mit einem Däumchen nach oben. Danke euch dafür. Ich bin auch sehr, sehr gespannt auf euer Feedback in den Kommentaren, wie ihr fleißig kommentieren werdet. Ich bin sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall, ja, es würde mich echt freuen, wenn ihr der Serie einfach ein Däumchen nach oben gibt. Und ja, ich würde mal meinen, wir gehen ins erste Spiel rein. Ich bin unnormal gespannt, was mit dieser Mannschaft möglich ist. In Online-Einzelspielen sind zum Glück nicht allzu gute Spieler, aber krasse Teams. Deswegen, ja, wir hören jetzt auch weiterhin zu flachsen, weiterhin zu reden. Ab ins Spiel. Ich hoffe auch echt, dass ihr das alles jetzt verstanden habt. Wenn noch irgendwelche offenen Fragen sind, Leute, ballert das unbedingt in die Kommentare. Und ich werde das euch in der Kommentarleiste oder Kommentarsektion natürlich alles beantworten. Ne? Ich wollte gerade aufstehen, verstehst? Wollte gerade aufstehen, dachte, es kommt kein Gegner. Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, Freunde, wie der erste Gegner, wie die erste oder wie die Mannschaft aussehen wird. Huch. Ach du Scheiße, Leute. Ben Yedder, Griezmann, Payet, Sissoko, Ndombele. Okay. Okay. Ja gut, habe ich gesagt, dass es leicht wird? Nein, das habe ich nicht. Wird schwierig werden, Freunde, aber ja. Letschwitz. Ich glaube, der weiß nicht, dass er nur gegen Bronzespieler spielt. So wie er spielt. Ja gut, welcher Trottler spielt da mit Bronzespieler? Nein, da ist das... Okay. Oh, was eine Parade.
Ich weiß leider den Namen von Torhüter nicht. Irgendwie Mitsubishi oder so, keine Ahnung. Oh oh, oh oh. Komm, List. List. Ich muss immer an Chris Jericho denken. Schade. Jetzt Haaland! Haaland! Mann, wichtig. Boah, Haaland. Haaland, komm bitte, Haaland. Bitte. Das kann nicht wahr sein. Das ist es! Das ist es! 1 zu 0! Ich glaube, Vorlage Haaland, oder? Das sind dann 2 Punkte. Vorlage und Tor. Ich glaube Haaland war das. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Müsste ich gleich nochmal schauen. Haaland-Vorlage. Oh, geil. Wieder Haaland. Nein. Mann, da fiebert man anders mit. Ja, okay. Ballbesitz hat er zwar mehr, auch mehr Passgenauigkeit, aber mehr Schüsse. Das ist schon mal stark. Jetzt schaue ich mal. Leute, die Vorlage wird nicht zu Haaland gezählt. Schade. Oh mein Gott. Oh, was? Jawohl, ich habe eigentlich in die andere Ecke gezielt. 2-0, das war jetzt Vorlage. Das war jetzt Vorlage Haaland. Ismail, wirklich, der ist mir in den ersten 2 Spielen richtig positiv aufgefallen, eben wegen dem 5-Star, aber ich habe ganz ehrlich in die andere Ecke gezählt. Muss ich zugeben. Jawohl, 2-0. Oh, krass. Jetzt auf Haaland. Lupfer. Nein. Ja, bitte kein Abseits. Was war das für ein Tor? Leute, was war das für ein Tor? Haaland, der braucht ja andere Trikotnummer. Was war das für ein Tor? Bam. Zack. Geil gemacht von Erling Braut Haaland. Fetten Daumen nach oben, Freunde. Oh mein Gott, gegen so ein Team. Wieder Haaland. Oh mein Gott, nein. Nein. Nochmal. Nein. Haaland! Nein! Schade! Bam! 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 Oh, was für ein schöner Pass! Was? Nein! Was ist los? Zu schön! Leute, ich spiele gegen Griezmann, Benjeda, Sissoko! 4-0! Rage Quits, das gibt nochmal 2 extra Punkte dazu. Boom! 2 extra Punkte. Leute, ich muss mir das jetzt ausrechnen. Was war das jetzt für ein Team, Leute? Krass, ich spiele mit einem Full-Bronze-Team und Haaland. Krank! 2 Tore Haaland, 1 Vorlage Haaland. Okay, es sind 3 Punkte. 2 Tore Haaland sind 4 Punkte. Das sind 7, 8, 9 Punkte. Alter, Saha, Ben Yedda, Vardy, Jovinko, Griezmann, Payet. Alter, was ist das? Laporte und Sanchez, das sehe ich jetzt. Ederson war im Tor. Krank, ich bin echt sprachlos gerade. Dieses Tor war zu krass. Das Tor war echt geil rausgespielt. Bam. Und dann, ups. Schön gemacht. Echt geil. Echt geil. Würde ich sagen, ab ins nächste Spiel. Ey, Leute, das erste Spiel und gleich so eine Granate, Leute. So ein geiles Ergebnis. So muss es weitergehen. Wenn es so weitergeht, können wir den ersten Silberspieler begrüßen. Gegner gefunden, Freunde. Gegner gefunden. Da bin ich jetzt. Extrem nervös, extrem gespannt. Na, Distanztore, Ballbesitz, Dribbling. Okay. Ach du Scheiße. Hazard, Aguero, Pedro, Lamela. Okay, Van Dijk. Okay, das wird genauso schwer wie das erste Spiel. Viel Glück. Kriegst du? Haaland. Na, oh mein Gott. Ich dachte, der geht daneben. Ich meine, er ist eh daneben gegangen, aber auf die Latte. Jetzt aber. Haaland! 2 Tore! 2 Punkte, meinte ich! 1 Tor! Haaland ist eine Maschine, Leute. Wie wird seine nächste Impfform? Wie wird seine nächste Special-Karte? Krank! Nein! Zerlegt! Krass!
Oh, da ist er wieder. Da ist er wieder. Haaland. Haaland. Ich dachte, er geht rein. Ich dachte, er ist drinnen. Haaland spielt sich so geil. Wieder Haaland. Wieder Haaland. Sein Haken ist so geil. Sein Haken, er fühlt sich irgendwie an wie Heung-min Son, Leute. Real Talk. Seine Spinnenbeine sind krass. Vorlage. Vorlage. Nein. Also bei Haaland merkt man den Camps halt extrem. Vor allem mit der Pace. Oh, was ist los mit dir, Kamikaze? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich wirklich nicht. Warum? Schön gemacht. Schön gemacht. Schön gemacht. Schön gemacht. Komm. Kriegst du. Kriegst du. Kriegst du 2 zu 0. Ein Punkt. 3 Punkte haben wir insgesamt. War das jetzt der Ismail? Ja, mein Bruder. Ja, er ist mein Bruder. Falls der Weakfoot. Ismail. Diesmal nichts von Haaland zu sehen. Ich hätte nochmal auf ihn passen können, aber... Ja, ich wollte unbedingt diesen Punkt haben. Ich war mir sehr, sehr sicher, dass der Ball irgendwie reingeht. Keine Ahnung. Und das Team fühlt sich unnormal geil zum Spiel an. Es fühlt sich so geil an. Halbzeit! Schauen wir mal die Stats. Oh mein Gott. Leute, ich zerlege den, glaube ich. Ich zerlege ihn. 0 Schüsse. 0 Schüsse hat der Bruder. Schauen wir nochmal ganz kurz sein Team. Ja, er spielt tatsächlich Dreierkette. 0 Schüsse. Das sieht man. Ich glaube, das hat echt mit diesem Momentum zu tun, Leute. Weil das kann eigentlich nicht wahr sein. Okay, vielleicht ist er nicht der beste Spieler. Keine Ahnung, Freunde. Aber wie hat er dann so ein gutes Team geschafft, ne? Oder sind das nur Leihspieler? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber er spielt halt mit, ne? Das ist das, Leute. Er spielt ja richtig mit. Oh, oh. Bitte nicht. Oh, oh, oh. Bitte, bitte, bitte. Ja, stark, stark, stark. So, er schickt ihn. Schickt ihn. Ne, er schickt ihn nicht. Er läuft lieber. Ha! Geschnappt! Bam! Ey, das ist zu geil, das Team, Leute. Ich glaube, ich spiele mit dem Team Weekend League. Jetzt Ismail. Geil. Wieder zurück. Und schöne Kombination, Leute. Wieder Knöpfel, Kröpfel. Der Österreicher von Hartberg. Grüße an meine Hartberger Freunde. Wird das der zweite Rage Quit? Leute, was ist das für eine Folge? Meine erste Folge Gameplay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin gerade echt sprachlos, wenn der jetzt quittet. Okay, er quittet nicht. Er quittet. Er quittet Bernhard. Wieder 2 Punkte dazu. Leute, wow. Einfach nur wow. Ich bin sprachlos. Ich bin einfach sprachlos. 15 Punkte können wir upgraden, Leute. Wow. Wow, wow. Das heißt, unsere ersten Silberspieler erwarten uns. Jetzt muss ich mir echt mal alles durch den Kopf gehen lassen. Ja, welche Spieler jetzt in Frage kommen werden. Ich werde mir jetzt Gedanken machen, Leute. So, meine Freunde. Kurze Schnittpause. Kam gerade vom Friseur. Endlich wieder seid auf Zero. Geil. Ich hoffe echt, euch hat die erste Folge oder die ersten Spiele gefallen. Ich bin unnormal überrascht gewesen. Immer noch jetzt, nachdem ich die Videos oder die Spiele geschnitten habe. Zu krass. Ich habe mich entschieden, ich stelle euch 2 Paar aus. Auswahlen. Ich habe lange überlegt, Goldspieler oder so, wäre sich sogar fast ausgegangen, glaube ich. Aber folgendes, Leute. Paar Nummer 1. Schobesberger und Mwepu. Den würde ich statt Kröpfel, der unnormal stark gespielt hat, würde ich Schobesberger reingeben. Das wäre dann minus 6 Punkte. Und dann auch der Mini-Kanté Kamara hat mir eigentlich auch richtig, richtig gut gefallen. Aber ja, auch da möchte ich ein Upgrade haben. Im Webpoo, das sind 7 Punkte. 6 plus 7 sind 13. Das heißt, wir sind im Rahmen. Alter, ohne Haargel. Richtig krass. No Make-up. Also, diese 2 Spieler sind Paar 1. Paar Nummer 2, Außenverteidiger. Auch richtig, richtig, richtig starke Karten. Ne? Fredericks 92 Pace, hier Schobesberger als Außenspieler 90 Pace, unter anderem 4 Sterne, schwacher Fuß, 3 Sterne Spezialbewegung, er als Außenspieler, Rechtsverteidiger, schaut mal an, hier wäre auch ein deutliches Upgrade, Premier League Spieler und Marcinko
Das sind dann plus 2 oder das sind dann minus 2. Wäre an und für sich auch ein sattes Upgrade. 73 Physical, fast gleich schnell, aber Defensivwerte. So die Allround-Werte sind ein bisschen besser. Aber hier, das wäre ein krasses Upgrade. Das sind 9, 13, 14, 15. Das sind dann genau 15 Punkte, die zwei. Also Paar Nummer 2. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr ausgeglichene Paarauswahl. Also, schreibt in die Kommentare Paar 1 oder Paar 2. Oder vielleicht habt ihr noch einen besseren Vorschlag. Ihr müsst nur schauen, dass ihr das positionsgetreu macht. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr den ersetzen wollt, nehmen wir mal an, ihr wollt einen 70 Rating, das ist dann ein minus 7. Das heißt, ihr habt 15 Punkte, um mir zwei Spieler vorzustellen. Ich bin echt gespannt. Also Paar Nummer 1, Paar Nummer 2. Oder ihr habt zwei andere Spieler. Und ihr als Community, wenn ihr denkt, oha, er hat recht, dann liked gerne auch die Kommentare von den anderen hoch. Ich bin extrem gespannt, wie ihr abstimmt, Leute. Drückt nochmal den Däumchen nach oben. Wenn alles gut geht, wird am Montag schon die nächste Folge kommen mit den neuen Paaren, mit den neuen Spielern. Und Leute, heute hat Haaland seinen Inform bekommen. Das heißt, Haaland wird auch automatisch seinen 82er Inform Upgrade bekommen oder als Upgrade bekommen. Oder er hat 81 oder 82, weiß ich nicht. Schaue ich dann nochmal nach. Aber das wird geil, Leute. Das wird geil. Schönen Tag noch. Ciao.